Jo Leute, was geht? Senpai in der Pampa von Kansai und ich bin heute nicht alleine unterwegs, sondern ich bin hier mit der Kansai-Killer-Kombo Kurumi und König Kevin von Osaka. Leute, was geht? Konnichiwa. Konnichiwa. Wir haben heute eine Mission, mal wieder wie immer. Wir sind unterwegs zu einem Schloss, was der König auserkoren hat. Kevin, wo geht's heute hin? Es geht heute zum Takatori Sekiato. Das ist das größte noch erhaltene Bergruine, die es in Japan gibt. Boah, krass. Da sind wir unterwegs. Das ist, wie gesagt, das neue Schloss, was der König für sich auserkoren hat. Und bin ich mal gespannt, was es da gibt. Und wenn wir da angekommen sind, gibt es vielleicht sogar noch eine Überraschung. Deswegen, Leute, wir laufen jetzt erstmal eine Stunde. Ab geht's. Okay, los. Kudopon, kokoro no junbi wa ikaga de shou ka? Kokoro no junbi. So Leute, Sie sehen jetzt hier, wir haben hier einmal Takatori. Mit dem Auto sind es ungefähr 2,8 Kilometer, da wird man jetzt die Straße weiterlaufen. Aber Sie sehen jetzt hier, das ist der Hiking-Omichi, das sind auch 2,8 Kilometer, aber das geht dann da lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch den Wald hiken. Das kann ich nicht empfehlen. Da bin ich schon mal hochgegangen. War nicht gut, Leute. Außerdem kommt da ein Schild, ist glaube ich auch. Ist das da? Oder es kommt später. Ja, hier waren schon Bären und sowas, ne? Wir haben möglicherweise den optimalen Weg gefunden, quasi. Wir haben den richtigen. Takatori Sekiato, 2 Kilometer, der König regelt. Yay. Mechai. So Leute, wir haben jetzt fast die Hälfte des Wanderweges quasi hier auf der Autostraße. Und Leute, das Wetter ist einfach mega gut. Keine Wolke am Himmel. Richtig schön perfekt. Es ist heißer als gedacht. Weiter geht's. Und König Kevin, der Weg war jetzt besser als das letzte Mal. Auf jeden Fall, Mann. Und wir haben noch eine Entdeckung gemacht. Sag ihr toll. So Leute, Pinkelpause, check. Wir haben jetzt noch circa 10 Minuten, schätze ich mal. Sind gleich am Schloss. Wir sehen uns oben. So Leute, wir sind fast angekommen. Sie sehen jetzt hier den Endboss. Einmal Treppen gibt's noch. Senpai gibt alles. Aber Leute, man sieht schon so ein bisschen die Landschaft im Hintergrund. Ich bin gespannt, was uns gleich oben auf den Treppen erwartet. Ui. Boah, Leute, krasses Gerät. Wir sind angekommen. Ich würde sagen, der König hat nicht zu viel versprochen. Ja, die Aussicht ist... Nice, so. Ja, lieber König, Kevin, du warst schon mal hier, ne? Ja, ich war schon einmal hier. Wie hast du dieses Schloss für dich auserkoren? Wie hast du das gefunden? Also ich habe einfach eine Burgruine in Nara gesucht, weil ist nicht so weit weg von Osaka. Und dann habe ich das hier gefunden und fand im Internet, das sah ziemlich geil aus. Aber ich muss sagen, die Bilder im Internet und wenn man selbst hier ist, ist nochmal ein kompletter Unterschied. Also das ist bisher die Bergruine, und ich war schon bei einigen, die mich ja am meisten fasziniert hat, bei der ich gedacht habe, wow. Was ist das für ein krasser Ort? Gibt es sonst noch irgendwas zu wissen und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Burgruinen zu suchen? Weiß nicht, ob gedacht, das ist schon interessant, wenn man cool, eine Burgruine mal sieht. Also ich mag schon seit Kind so Burgruinen eigentlich, finde ich schon immer geil. Auf jeden Fall, das ist halt, soweit ich weiß, die größte Burgruine oder das größte Bergschloss auch gewesen, was es in Japan gab. Wow. Und ich meine, man sieht ja, die ist relativ gut erhalten. Klar, man hat jetzt keine Gebäude mehr, wo du reingehen kannst, aber so von der Struktur her und so ist das ziemlich gut erhalten. Ja, die Mauern und alles, ne? Genau, hier kommen auch viele Japaner hin, jetzt gerade zur Blätterfärbungszeit. Ihr seht vielleicht, es fängt so ein bisschen an, die hier Bilder machen. Also es ist auch ein berühmter Koyomesho, sagt man glaube ich auf Japanisch. Also so ein berühmter roter Platz Blätterfärbungsort. Für, genau, roter Blätterfärbungsort. Genau. Kurupon, ikaga desu ka? Mechakucha kimochi.
Boah, Leute, guckt euch das einfach an. Was für eine Aussicht, was für ein Gerät. Jo Leute, für die unter euch, die schon länger dabei sind, ihr erinnert euch wahrscheinlich vielleicht an Kudumi. Die habe ich ja vor circa einem halben Jahr begleitet auf ihrem Flug nach Australien. Sie lebt jetzt zurzeit in Australien und ist jetzt aber so ungefähr nach einem halben Jahr mal wieder zurück in Japan, in der Heimat, hier Osaka, die Ecke, und ist jetzt ungefähr für einen Monat hier. Und deswegen fragen wir sie mal, wie es so ist. Ja, Kudupon, tabun, Australien ni okutte han toshi gurai tatsu na yo ne? Ah, demo mo 9ヶ月, 8ヶ月 gurai tatsu. Okay, es sind schon ungefähr 8 Monate, also wie die Zeit vergeht, Leute. Ja, in Australien sind wir, so ist es, ich habe nie in Japan gekommen. Wie ist es? Ich habe mich sehr gefreut. Okay, Leute, da wurden wir kurz unterbrochen von, wie heißen die Dinger, Gottesanbeterin? Das ist so, ano, jiu ga naku naru kara, imo wa saigo no, ano, nagami ni kaeru chance de. Sore de, Nihon de, ittan chotto rilakusu shite, tada tada tanoshinde, mo visa no koto toka, nanka souyu stressu no tamaru koto itten zenbu wasurete. 楽しいね。楽しいですか?そう、友達に会えて。で、ご飯美味しいでしょ?で、何でも安い。車もあるし、実家もあるし。日本に帰って特にあ、これ恋しかったとか、気づいたところとかある?こういう田舎に来たかった。景色の綺麗なところ。あと大阪でパーティーしたかった。 Ja, Leute, es ist mega schön hier. Der König hat einfach die beste Location ausgesucht. Nochmal, Kevin, vielen Dank. Auf dich ist Verlass, wenn es um die Pampa in Nara geht. Und Leute, ich habe euch ja gesagt und ich habe auch dir gesagt am Anfang, es gibt noch eine kleine Überraschung. Ja, stimmt, hast du gesagt. Ja, Kevin, bist du bereit? Also ich würde sagen, bevor ich irgendwas sage, Leute, ich gebe es dir jetzt einfach mal. Und dann erkläre ich, worum es hier geht. Oh, 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 oh. Bevor ich es dem Kevin zeige... Oh. Zeige ich es euch mal. Sugo. Könnt ihr das erkennen? Ja, Kevin, ich überreiche dich hier. Heftig, Mann. Er hat es wirklich gemacht. Weißt du, was das ist? Ja, das ist vom Mukaden-Tenor, dem guten Michael. Heftig, Mann. Ja. Wow. Das sieht richtig gut aus. Das ist original vergoldet, hat er gemeint. Wow. Und für die unter euch, die jetzt nicht wissen, was hier losgeht, erstmal, Kevin, was hat das mit der Mukade auf sich? Ach du liebe Zeit, das ist eine lange Geschichte, um okay, ganz kurz zu machen. Jemand aus dem Chat bei mir hat gesagt, Kevin, du musst im Hintergrund eine Mukade aufstellen, so eine Plastikmukade, weil ich mal eine neben dem Futon hatte. Und ich habe gesagt, nee. Und dann irgendwann, doch, wir müssen die verehren, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn irgendjemand aus der Community einen Mukadenschrein zeichnen möchte, kann er das machen. Dann hat sich wirklich jemand gefunden, der Mukadenschrein gezeichnet hat. Richtig geil. Und seitdem beten wir die heilige Mukade an. Also es ist quasi dieses Insekt, was Kevin mal getroffen hat, und seitdem ist dieser Mukadenschrein, die heilige Mukade, so als Insider geboren in Kevins Community. Genau, heftig. Und der Michael heißt er, glaube ich, der Mukade Tenno, der hat dieses Ding tatsächlich handgefertigt. Und Leute, da seht ihr einfach mal. Zieht's euch rein, das ist mega
gut. Was für eine krasse Community Kevin hat. Und ich, das ist echt der Wahnsinn, Mann. Muss noch dazu erwähnen, was für einen Weg dieses Ding auch hinter sich hat, um hierher zu kommen. Also es war auch eine Odyssee. Es ging los bei, einige wissen es von euch, bei Mr. Nippons Community-Treffen in Düsseldorf. Ja. Da war der Michael, der Mukadentenor, zu Gast, zu Besuch. Und hat mich drum gebeten, das dir quasi zu überreichen. Also hat das mir übergeben. So, dann bin ich von Düsseldorf nach Barcelona geflogen, bin dann mit dem Zug nach Madrid gefahren, bin dann von Madrid zurück nach Frankfurt geflogen. Dann bin ich später natürlich von Frankfurt über Singapur wieder nach Tokio geflogen, jetzt nach Osaka gekommen. Jetzt sind wir in der Pampa von Nada. Und jetzt ist es endlich beim König angekommen. Aber ich sehe es schon kommen, Senpai. Ja. Du hast den Weg jetzt erklärt. Das heißt, in 100 Jahren wird überall entlang des Weges... Das wird der neue Pilgerweg. Ja, ja. Dauert ein bisschen lange, aber... Was hab ich getan? Junge, Mann, das ist heftig, Mann. Mukadenteno, arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, ich habe es überliefert. Das ist heftig, Mann. In diesem Sinne, Liebe geht raus an die Community im Allgemeinen. Ja. Mukadenteno natürlich. Es ist einfach der Wahnsinn. Itadakimasu. Also auch von mir nochmal vielen Dank, auch an dich nochmal vielen Dank hier für dich das. Vielen Dank, dass du das so weit hier getragen hast, sozusagen. Und dann würde ich sagen, Leute, das ist doch ein wunderschönes Video, um das Ende zu. Und dann würde ich sagen, Leute, ist es doch ein wunderschöner Punkt hier, um das Video an dieser Stelle zu beenden. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen am Ende? Nee, vielen Dank. Mann, vielen Dank auch nochmal an dich, Senpai, dass du mich wieder in Osaka besucht hast. Ich war immer noch nicht in Tokio. Aber ich verspreche, irgendwann in meinem Leben wird es noch passieren. Ja. Ich kann vorher nicht sterben. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Schaut natürlich bei Kevin rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Junge, Mann, das ist richtig gut.